paar weniger Wolken. Sehr gut. Und jetzt mache ich das Ökosystem wieder ein bisschen größer. Und Pilze, Pflanzen, Pflanzenfresser. Sie schweben immer. Was? Nee, abbrechen. Cool. Wieso liegt er da so tot? Es schläft. Aufwachen. Es schläft schon wieder. Dann werfe ich einfach mal einen Baum drauf. Ich hab's mit einem Baum begraben. Auch nicht schlecht. So, jetzt kann ich wieder eine Kolonie darauf werfen. Epische Effekte. Pling. Pling. Ladet mich mal bitte auf. So, zwei verkaufen. Habt dann wieder was für mich. Ach nee, leider noch nicht. Schade. Geninji Heart Corp. Würde ich auch mal sagen. Hat er nicht ganz unrecht. Da ist noch ein Planet mit. Was hast du denn? Du hast gar nichts. Ach so, okay. Auch nicht schlecht. Er hat kein Gewürz. Wieso auch? Ach, wieso kann er. Ich weiß nicht. Ach ja. Ihr habt auch keine Kolonie für mich. Schade. Dann gehe ich mein Geld halt woanders ausgeben. Das soll ich mir doch nicht gefallen hier. Ja, gehe ich mal zu denen. Die haben ja immer. Ach, warte, dann nehme ich sofort mal wieder pinkes Gewürz mit. Oder. Nee, das war. Türkises, nee. Ist das. Das ist grünes, glaube ich. Oder türkises? Ach, irgendwas, irgendeine Farbe wieder. Ist wieder irgendeine Farbe. So, aber dann nehme ich auch schon Pinkes mit. Blaues fehlt mir noch. Ja, okay, Blaues brauche ich eigentlich jetzt nicht so dringend. Ich habe jetzt zwei relativ seltene Gewürze. So. Kannst du mir wieder den Preis von 40.000? Nein, aber 3.000 für das, okay. Das reicht mir schon. Und eine Kolonie, bitte. Und das hier, ein Schnäppchen. Und das hier. Okay, das war's. Jetzt habe ich wieder geshoppt. Ach ja, und du kannst mir noch ein paar Bäume geben. Ein paar Bäume und Bäume. Ach, der hat keinen Baum. Okay. Sag das doch gleich. Ach, ja, ich war auch auf den nicht Mutterplaneten. Komm, du gibst mir. Oh, okay, 11.000 reicht mir. Nehme ich mich schon mal auf Vorrat mit. Und das auch. Und das natürlich auch. Okay. Ach nee, Bäume, genau, Bäume. Oder war ich darauf gerade schon? Ich glaube, ich war darauf schon. Ja. Oder? Ja, ich war darauf schon. Okay. Oh, eine Ökokatastrophe. Auf welchem Planeten denn? Irgendwo in der Walachei. Okay, ich hatte recht. Irgendwo in der Walachei ist wieder irgendein Planet am Abnippeln. Ach, hier habe ich ja auch noch Freunde. Und da habe ich noch ein ganzes Planeten. Oh Gott. Mit denen habe ich. Nee, mit denen habe ich nicht Krieg.
Wo denn? Planet Vogark. Da. Planet Vogark. Oh, werde ich dann mal mit meiner Mega. Mit meinem Mega-Laser auslöschen. Vernichtet. Vernichtet. Wow, da war es doch schon. Hoffentlich nicht wieder in den Bäumen versteckt. Nee, sehr gut. Nein, falscher. Der da. Sehr gut. 3 habe ich schon. Dann den nächsten. Wieder an den Bäumen versteckt. Da der. Sehr gut. Noch einer. Und der ist hier vorne. Okay, das war's auch schon. Was hast du denn für mich? Ah, ihr habt hier das. Und eins davon. Sehr schön. Und ihr könnt mir jetzt ein paar Kreaturen geben. Ich nutze euch nämlich jetzt aus. Boah, die sehen irgendwie voll hässlich aus. Wir schätzen deine Freundschaft. Ach so, okay. Ach, herrliche Musik. Oder nicht? Sowas muss auch mal sein. Entspannung pur. Nehme ich mal euch mit hier. 2 Bäume. Ich brauche aber nur einen. So. Nimm ich hier. Ich habe gesagt, ich brauche nur einen. Ich saug dich gleich auf, wenn du dich anfängst, so laut zu sein. Mann. Boah, das dröhnt mir die Ohren hier weg. Wir haben auch Pinks Gewürz. So, werde ich einmal hiervon. So. Habe ich jetzt schon einen Fleischfresser. Sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch 2 Pflanzenfresser. Falls es hier noch welche gibt, weil ich sehe hier gar keine Kreaturen mehr. In dem Wald verstecken sie sich wieder. Hallo. Wald. Verschwind, Wald. So, einfach mal umgebuddelt. Das ist jetzt ein Pflanzen. Oh mein Gott, sehen die doof aus. Ja, dieser Planet wird sehr komisch sein von den Kreaturen. Malometer, sind diese Raumschiffe laut oder irgendwelche Teile, was es auch immer ist. Habe ich euch schon? Nee, habe ich nicht. Ihr seid alles Fresser. Ne, euch brauche ich aber nicht. Ich brauche, wenn es geht, Pflanzenfresser. Bitte. Da unten. Ich habe euch gesehen. Ihr könnt mir nicht entkommen. Irgendwelche fliegende Viecher. Da. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ja, jetzt habe ich noch. Boah, die sehen auch so komisch aus. Bäcker! Das ist ein Bäcker. Und der Planet heißt Wet. Aus so ein... Oh Mann, ey, der Planet ist irgendwie komisch. Planet Wet. Ich hätte jetzt einen schlechten Wortwitz bringen können, aber... Der ist schlecht. Naja, kein Wortwitz. Irgendein Scheißwitz halt. Ach, nee. So. Jetzt gehe ich wieder hier ein bisschen, ne, ein bisschen hier und ein bisschen davon und ja, dann wird alles sexy hier. Eigentlich jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich wollte nur noch mal hier die pinken Gewürze haben.
So. Hier ein bisschen Feuer unter den Hintern machen, dann passt das schon. Jetzt ein bisschen weniger Wolken. Mal kurz aufladen. Und jetzt wieder Wolken absaugen. Yes! Und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit, wieder ein neues Ökosystem aufzubauen. Ein weiteres Ökosystem. Pflanzenfresser. Und Pflanzenfresser. Sehr gut. Jetzt habe ich doch wieder ein schniekes neues, eine schnieke neue Viecher hier aufgepäppelt. Nicht schlecht. Da passt doch einen mit epischen Soundeffekten wieder. Bling. Jetzt noch hier so ein Teil hinbauen, so. Nee, es macht nur einfach mit Bill. Macht's einfach nur. Auch nicht schlecht. Oh, 33.000. Das schlage ich doch mal sofort zu. Das hat mir 1 Million gebracht. Nicht schlecht. Und jetzt habe ich neues Plakette erhalten. Neue Mini-Plakette. Und jetzt werde ich hier wieder. Oh. Wollt ihr das noch sehen? Ich glaube nicht. Mir hängt es auch schon aus den Ohren raus. Ich würde mal sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt wieder. Also, bis demnächst. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich... ich habe einfach jetzt was zusammengeklatscht. Das ist mein Haus. Das ist mein Unterhaltungsgebäude. Und das ist meine Fabrik. Ja, das war's auch eigentlich. Ach ja. Oh. Jetzt einfach wieder hier was gestalten, wieder, damit ich viel Zaster bekomme, viel, viele Gewürze bekomme. So, jetzt habe ich es ausgesprochen bekommen. 84, hier noch ein Unterhaltungsgebäude hin. Oh, da noch eine Fabrik hingepflanzt. Ach. Das viel weg. 3. Aber dafür 108. Ah, ich weiß nicht. Ich würde auch nur 3 bringen. Eine schwere Sache. 96. Das würde auch nur 3. Das würde entscheiden, ob ich 5 Zufriedenheit oder 3 Zufriedenheit habe. Aber 108, das ist mir jetzt eigentlich shit egal wegen der Zufriedenheit. Ach, dann mache ich hier halt. Mache ich hier ein sehr wirtschaftliches kleines Planetchen. Wo es jetzt hier. Neue, da ist eine neue Kolonie. Okay. Dann gehe ich dahin. Oh. Hier hin. Dahin. Dann hier hin. Und, so. Boah, jetzt habe ich hier schon 5. Jetzt kann ich hier richtig was. Ja, das bringt mir natürlich viel. So, richtig was mit Wirtschaft aufbauen. So. Hierhin wieder. 108 wieder. Boah. Und noch ein Unterhaltungsgebäude. Ha, hier habe ich die volle Zufriedenheit und 108 hinbekommen.
So, hier noch die letzte Stadt. Boah, der wird richtig gut, der Planet, merke ich schon. Der wird richtig gut. Ja, wenn man richtig pflanzt, die Gebäude, dann hat man richtig gute Chancen. So, und noch hier ein Gebäude hin. Okay, hier habe ich nur 96. Hier habe ich eine Ecke zu wenig, aber das ist ja egal. 96, 108. Damit bin ich schon zufrieden. Jetzt werden die nämlich richtig Power geben. Haben sie schon einen haben sie schon, zwei haben sie schon. Mal gucken, wie schnell steigt das. Ich trinke mal was. Ah. Drei, oh, das geht flott hier. Jetzt haben die bestimmt auch schon wieder 30, 30, 30. Ja, genau, 30. Ihr habt auch 30. 29. Oh, was seid ihr denn für Luschen? Manometer. Können gar nichts. Aber immer wollen sie Geld. Immer wollen sie Geld haben. Nein, sie geben natürlich mir das Geld, ist ja klar. Handel! 11.000 ist akzeptabel. 4.000 für Rotes ist auch akzeptabel. Der Monolith. Ja, auf einen Stammes- oder Zivilisationsplaneten platzieren, um die dortige Spezies weiterzuentwickeln. Ja, das wäre auch noch nützlich, aber werde ich mir jetzt nicht beschaffen. Eine Mega-Proton-Rakete. Feuert eine effektive, zielsuchende Proton-Rakete ab, effektiv gegen feindliche Raumschiffe, was ich eh nie benutze. Oder kaum benutze. Eher gesagt. Aber könnt mir auch gegen die Korks helfen. Schwierig. Ach, falsch. Ach, ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich kaufen oder nicht kaufen? Bei den Grogs habe ich aber so eine eigene Taktik entwickelt. So eine Lame-Taktik, eher gesagt. Deshalb werde ich die wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, okay, ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Ich brauche es nicht. Gut. Mal gucken, wie viel habt ihr denn jetzt schon? Jetzt kommt 30. Ne, 9, okay. Hol ich mir noch ab. Und dann sage ich, für heute ist Schluss und das nächste Mal, wirklich das nächste Mal, werden wir uns auf den Weg zu den Grogs machen. Also hierhin ist ein weites Stück, wir müssen hier rumsehen. Und dann fängt es schon hier an mit den Grogs. Also da, die nehmen so ein großes Stück hier ein. Oh Gott, das wird eine harte Nuss für uns, da durchzukommen. Weil wir müssen ausfindig machen. Dann müssen wir wieder zurück. Dann müssen wir wieder zurück. Und dann müssen wir in den Kern rein. Das wird noch eine Geburt. Das sage ich euch. Weil die Grogs sind echt harte Gegner. Und die sind so viele. Oh Gott, das wird eine harte Nummer. Oh, darauf freue ich mich jetzt schon. Okay. Aber genug geschwärmt. Genug geschwärmt. Also, wir machen das nächste Mal hier weiter. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play Spore. Ciao.